Okidoki. Dann Badezimmer, mach mal einen Haken dahinter. Ich habe leider kein Video, aber ich war richtig sauer. Der Griff wird einfach matt schwarz, sehr. Was habe ich denn schon wieder? Was ihr für Schweinkram zu Hause rumliegen habt. Alter, das Ende verkacke ich immer. Immer! So, liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge Flipper. Wir sind gerade im Aufzug, wir schauen uns jetzt mal die Wohnung an. Ich war jetzt 3 Tage nicht mehr da. Meines Wissens hat der Fliesenleger ein bisschen was gemacht und der Sanitärler, ich weiß es noch nicht, müssen wir schauen. Wir schauen uns das jetzt mal an. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Bin ja mal gespannt. Ah, okay. Ja, komm mal rein. Hier, da sind schon einige leere Kartons. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, weil da waren unsere Fliesen drin. Ja, Hälfte ist ungefähr noch da. Jetzt hier wird der Maler jetzt die Tage mal anfangen und Wände neu glatt verspachteln und dann einfach weiß anmalen. Weiß malen. Jo. So. Das sieht schon mal geil. Okay, dann machen wir jetzt mal Licht an. Richtig fett. Okay, warte, wir gehen gleich ins Bad. Jetzt film mal bitte hier rüber. Das ist die Küche. Der hat die jetzt schon komplett gefliest. Wir haben uns für hellgraue Fugen entschieden. Also das wird relativ neutral alles. Das soll jetzt nicht irgendwelche großen Kontraste haben, diese ganze Wohnung. Wände müssen natürlich auch noch gespachtelt und weiß gemalt werden und dann sind wir eigentlich mehr oder weniger durch mit der Küche. Wir machen nur noch die Elektro neu, also die Dosen und die ganzen Lichtschalter zum Beispiel. Die machen wir in einem Anthrazit, also in einem Schwarz. Ich habe abstimmen lassen auf Instagram. Die meisten haben sich für die schwarzen Türklingen und die schwarzen Anthrazit-Steckdosen und Lichtschalter entschieden. Ich hätte es sowieso gemacht, aber ist natürlich immer gut zu fragen. Genau, jetzt kommen wir hier rein. Ich war hier auch noch nicht. Da hat sich sehr viel getan. Wie man sieht, Toilette, also das ist jetzt eine freihängende Toilette. Davor hatten wir diese stehende alte, die ist ja von 1973. Hier waren diese pinken, rosa Fliesen, komplette Wand. Und ja, richtig geil, richtig geil. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel schon passiert ist, weil die jetzt eigentlich nur 2 Tage hier drin waren, aber es ist echt Wahnsinn. Also da Hut ab vor den Jungs. Film mal hier rüber. Die Wand ist ja auch neu. Ich schneide euch mal ein Bild rein, wie die Wand entstanden ist. Die Wand war ja davor hier, ging die zu. Also jetzt haben wir uns hier nochmal einen kleinen Platz geschaffen für eventuell Schränke, weiß ich nicht, Wäsche, keine Ahnung, was die hier damit machen. Auf jeden Fall haben wir hier ein bisschen mehr Platz, finde ich persönlich mehr, hat auf jeden Fall einen Mehrwert, ein größeres Bad als jetzt irgendwie einen riesen Abstellraum. Der ist gleich nebenan, den zeigen wir euch auch noch. Genau, was mir, die witzige Geschichte zum Bad, ich habe es auf Instagram schon gepostet. Ich habe letztens, wollte ich eine Leiste anbringen, dann habe ich erstmal einen kleinen Wasserschaden verursacht. Ich habe leider kein Video, aber ich war richtig sauer. Und zwar habe ich hier reingebohrt und nach circa 1 Zentimeter ist mir Wasser entgegengekommen. Ist nie ein gutes Zeichen, aber war halb so wild. Der hat es dann am nächsten Tag wieder repariert. Vielleicht haben wir 100 Euro verloren, plus minus in Arbeitsstunden von dem Sanitärmensch. Also hält sich im Rahmen, hat mein kleines Lehrgeld bezahlt. Zum Konzept nochmal, ich habe es schon mal erwähnt, aber jetzt sind wir gerade hier, dann erkläre ich es euch nochmal. Schwarze Duscharmaturen mit Regendusche kommt hier hin. Hier wird eine Glaswand rausgezogen, eine ganz normale Duschglaswand, diesmal ohne schwarzen Rahmen, wie bei der letzten Wohnung. Die ist 80 cm, weil wir sind insgesamt 1,20 tief, also hat man eine schöne tiefe Dusche, hat dann hier einen Austritt. Sonst, wenn man hier rausgekommen wäre, früher in dem Bad, dann wäre hier gleich die Wand gekommen. Deswegen, also ich bin froh, dass wir uns dafür entschieden haben, die Wand rauszumachen und die zu versetzen. Alles richtig gemacht, hätte ich gesagt. Okay,
Ansonsten zum Fliesenkonzept, also diese Fliesen, die werden auch übernommen, die gehen hier einmal rum, hier wird komplett alles gefliest, die ganze Wand, hier wird weiterhin verputzt, weiß, weiß, weiß. Also das Bad ist eine Mischung aus hellgrau, weiß und mattschwarz. Genau. Ja, zum Waschtisch bleibt jetzt nicht mehr allzu viel Platz, also wir können jetzt nicht einen riesen 60er Waschtisch machen. Wir haben uns hier für einen kleinen runden, warte mal, ich hole den schnell. Film einfach weiter. Geil, richtig geil. Wir haben uns hier, boah, wir haben jetzt hier so einen, ja, was ist das, nicht ganz rund, aber fast rund. Der kommt hier hin und dann haben wir noch ein bisschen Platz zur Wand. Andernfalls, es wäre nicht viel anders gegangen, sonst hätten wir die ganzen Rohre wieder verlegen müssen. Also der wird zusammen mit einem schwarzen Wasserhahn, glaube ich, richtig geil aussehen. Ja, so viel dazu. Wasserhahn. Nur mal den Wasserhahn nochmal, der kommt hier hin. Also das sieht auch, ich finde es richtig geil, die Kombi grau-weiß-schwarz, matt-schwarz. Hier werden wir auch nochmal einen Eichenwaschtisch reinzimmern, der da genau reinpasst. Und ja, ich finde es cool. Okidoki, dann Badezimmer, mach mal einen Haken dahinter. Ich gehe jetzt von 3-4 Wochen aus insgesamt, dann sind wir hier sehr, sehr weit, glaube ich, relativ dunkel hier. Hier haben wir jetzt unseren neuen Abstellraum. Der ist jetzt ungefähr die Hälfte von vorher, aber das ist, also es reicht mehr als genug für Lebensmittel und eventuell irgendwelche Gummiboote und irgendwas anderes, was man halt so verstauen muss, was ihr für Schweinkram zu Hause rumliegen habt. Also, hier kann man dann schöne Regale reinmachen, vielleicht jetzt nicht allzu tief oder also hier für die Wand auf jeden Fall, hier noch ein paar kleine Regale, dann hat man hier auf jeden Fall Platz, immer noch rein und raus zu laufen. Oder man macht es halt, keine Ahnung, und schmeißt einfach alles hier rein und macht zu. Also für die Öffnung hier haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt diesmal. Da werden wir uns eine deckenhohe Schiebetür basteln. Also nicht basteln, die macht ein Schreiner. Aus Lamellen, also eine coole Lamellenoptik mit einem schwarzen minimalistischen Griff. Der passt dann wieder auch hier zur Türklinke, weil die ist dann auch schwarz. Der ist schwarz, der Lichtschalter. Und hier drin haben wir dann auch einen schwarzen Lichtschalter. Oder wir schauen schon, dass das Farbkonzept Grau, Weiß, Schwarz und Eiche eigentlich komplett. Das sind so unsere vier Materialien, die wir verwenden. Ja, also ich freue mich. Hier im Wohnzimmer ist gar nichts passiert. Das ist jetzt alles vorbereitet für die Handwerker. Also hier wird auch verspachtelt, dann einmal, zweimal gestrichen, weiß. Und im Prinzip sind wir dann hier auch durch. Was wir noch machen, ist dieses wunderschöne Braun wird weiß. Und wir werden hier noch ein paar Steckdosen verändern, verbessern. Hier zum Beispiel, das ist die elektrische Markise für draußen. Die ist jetzt aber nicht in der Wand drin und so weiter. Das sind so kleine Details, die ich persönlich gerne gefixt hätte. Genau, zum Balkon. Da können wir auch noch nicht viel Updates geben, weil hier ist auch noch nichts passiert. Hier wird eine leere Holzlattung draufkommen. Die Rahmen werden nochmal nachlackiert, natürlich in der gleichen Farbe, damit es auch wieder nach außen hin stimmig ist mit dem ganzen Haus. Die Wand wird gestrichen, das wird nochmal nachgestrichen, das wird gestrichen. Die Fliesen, die verschwinden dann unter der Lärchenlattung. Und genau solche Geschichten hier, so Kabel, die werden wir auch noch nicht in die Wand packen, aber auf jeden Fall mit einem schönen weißen Kabelkanal verstecken. Und dann sind wir eigentlich durch. Ja, damit wären wir eigentlich am Ende. Ich finde es richtig geil, was gerade irgendwie in 3 Tagen alles passiert ist. Es ist meistens so, dass man erstmal 3-4 Wochen nur Bullshit hin und her räumt und dann innerhalb von 3-5 Tagen passiert richtig viel. Nächste Woche gibt es wieder ein kleines Update. Dann sollte noch ein bisschen mehr passiert sein. Bis dahin, Abo nicht vergessen.
fleißig abonnieren. Nee. Alter, das Ende verkacke ich immer. Immer! Schrei in den Wald! Also, in diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Abo nicht vergessen, kommentieren, liken. Auf Instagram habe ich natürlich wieder die Updates parat. Wer es ein paar Tage früher möchte, bitte da einfach folgen. Ich beantworte sonst da auch immer alle DMs, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Genau, bis dahin, danke fürs Einschalten und bis nächste Woche. Ciao, ciao.